Hallo und herzlich willkommen zum Projekt Offline. Ja, wir sind hier in Kärnten und haben genau kein Internet und deswegen können wir auch nicht im Netzwerk spielen. Wir haben auch nur einen Computer hier und deswegen müssen wir ihn uns teilen und deswegen sind wir hier im Projekt Offline. Ja, wir haben C5 gestartet und es gibt im C5 die Möglichkeit, im Hot Seat-Modus zu spielen. Wir werden niemals im Leben mit diesem Hot Seat-Modus fertig werden, weil so lange spielen wir einfach nicht. Wir haben schon ein paar Mal angefangen zu spielen, ich und meine Brut, aber wir haben das noch nie fertig gespielt und wir werden das auch dieses Mal nicht fertig spielen. Wir nehmen nur ein paar Folgen auf und das stellen wir dann online und dabei beschimpfen wir euch Schüler. Nicht lachen. Auch dich beschimpfen wir. Mist. Okay, gut. Hot Seat. Wir sind. Was machen wir? Naja, passt schon. Passt schon, Passt sicher. schon. Na, was willst du ändern? Wir könnten die Nicht Kartengröße klein. Wir sind kleiner ja nicht. machen. Kleiner? Ja. Kleiner? Winzig zum Beispiel. Ja, ich Vier hoffe, du nicht Spieler vor mit den 8 Kleinen dich Startstaaten. auszubreiten. Jetzt, wenn schon. Na, okay, Wenn schon machst du klein. es Ja, groß. klein, klein ist gut. Ja, das andere passt, das passt, das passt. Irgendwelche erweiterten Spieloptionen, wie zum Beispiel keine Spionage oder keine Stadt von irgendeiner Spionage, so weit kommen wir eh nie. Keine alten Ruinen? Nein, um Gottes Willen, nur das nicht. Nein, um Gottes Willen. Ja, die DLCs lassen wir auch alle drinnen, passt. Können wir auf unserer Welt spielen? Das ist unsere Welt. Ach so, du meinst auf der Erde? Ja. Ja, Spiel erstellen. Ich glaube, das kann man tatsächlich irgendwie Ja, das hättest du einstellen. da einstellen können, anstatt Ach ja, Kontinente. okay, ja. Was? Wo? Anstatt Anstatt Kontinente kannst Kontinente du kann ich was Erde. machen? Erde? Afrika. Erde. Die Erde. gesamte Erde mit geografisch korrekten Nein, das Landformen. obere. Erde. Eine Karte, die die ganzen Planeten umfasst. Das unten ist auch geografisch richtig, das heißt du mit Wüsten und so ein Zeug auch ein. Das Gelände und die Geländekarten Niemals. sind zufällig generiert. Was? Achso, nein. Dann nimm Nein, das untere. Dann nimm ich das wette. untere. Ja, man könnte ja in Europa spielen, ist ja lustig. Nein, wir machen das. Ja, das mit dem zufälligen Generieren Nein, vorhin. nicht Was zufällig. nicht zufällig? Wenn ich in der Sahara bin, dann möchte ich wissen, dass ich in der Sahara bin und Ja, aber aus. ich bin ja diejenige, die in der Sahara starten wird, nicht Wieso du. startest du in der Sahara? Ja, kennst du mein Glück? Naja. Naja, nein. Nein, bei C5 ist das so, dass tatsächlich vorgegeben ist, wo du startest, je nachdem, wen du nimmst. Wenn du zum Beispiel Marokko nimmst, dann startest du tatsächlich neben einer Wüste. Und auch wenn du den Harun al-Rashid, also den Araber, nimmst, dann startest du auch neben einer Wüste. Aber wenn du zum Beispiel den Inder nimmst, dann startest du neben einem Fluss. Und beim Österreicher startest du, glaube ich, auch neben einem Fluss. Ich Irgendwie glaube, ich so. werde Marokko doch nicht nehmen. Aber Marokko hat ein Spezialgebäude für die Echt? Wüste. Ja, Für warum Marokko ist nicht? die Wüste nicht schlecht, außerdem Wüsten sind nicht so schlecht in dem Spiel, Spiel erstellen. So, ich nehme zufälliges Staatsoberhaupt oder sollen wir uns alle was Ich will was aussuchen? aussuchen. Wollen wir uns was aussuchen? Sollen wir uns was aussuchen? Ich will was aussuchen. Dann suche ich mir aber auch was aus, wenn ihr euch was Ich aussucht. suche mir nichts Okay, aus. Mensch, Dafür nehme ich Mensch, Mensch. Nein. Warte mal, ich bin Spieler 1, oder? Wer ist Ja. Spieler 1? Irgendjemand von euch? Auch ich. Gut, Spieler 2, Kind 1. Wer ist Kind 1? Ja, es geht eins. Du bist Kind 1. Okay, ich bin Kind 1. Kind 1 spielt Kriegsherr. Okay. Oder Häuptling. Na, wir sagen Spieler. Häuptling. Ich sollte Dachte, eigentlich sonst ist das König so spielen, aber ist toll. wurscht. Was? Nee. Ah, das wird ja schon. Das werden wir schon hinkriegen. Ist doch wurscht. Wir spielen ja eh nicht Aber fertig. ich bin so So, was schlecht. möchtest du für ein Staatsoberhaupt, Kind 1? Ahmad al-Mansur zum Beispiel, Marokko, habe ich mal sagen lassen, die starten neben Jetzt einer lass Wüste. mich! Du hast was gegen mich, oder? Was willst denn? Bismarck? Ja. Ja, wie immer. Den kann ich irgendwie am besten spielen. Was heißt, den kannst du am besten spielen? Du Seine spielst eh alle gleich. Spezialfähigkeit kommt ja nicht einmal in den ersten paar Folgen, die wir aufnehmen Ja, werden. gut. Ich weiß, Kind aber 2. ja. Das wäre nicht ich Ja, das trotzdem. bist du, Der gut. hat eine coole Spezialfähigkeit. Mit dem kann man, Natürlich wirst du wenn Prinz. Was man, nimmst wenn du? man eine. Ahad Al-Mansur. Ahmad Al-Mansur, Mein Name Marokko. ist Ahmed.
Gut, Marokko. Haben wir Spieler 4. Auch Häuptling. Kriegsherr. Du bist Kriegsherr? Ich bin Kriegsherr. Nein, na gut, dann kriegt der Krieg, dann kriegt Kind 1 auch Kriegsherr. Dann bin ich aber auch Prinz. Nein, du bist Kriegsherr und aus. Aber ich will. Nein! Ich will, dass du jetzt ruhig bist und mir sagst, wenn du spielst. Wie heißt der, den Kind 1 immer spielt? Bismarck? Nein, den anderen, der gut für Wissenschaft ist. Der Babylon? Babylon, ja. Hammurabi? Was? Du könntest Genghis Khan nehmen. Nein. Ich habe gehört, das soll sehr freundlich sein. Vor allem gegenüber Nachbarn. Hammurabi. Auf dem gleichen Kontinent. Was willst du jetzt? Hammurabi Pakal. Oder Pakal? Gibt es Hammurabi überhaupt? Pakal. Wie heißt denn der dann? Pakal gibt's. Ja, Pakal gibt's, ja. Nebukadnezar heißt er im Übrigen. Nebukadnezar? Nein. Nein, Pakal. Der ist viel cooler. Kein Mensch mag Pakal. Der ist viel cooler. Ja, so super, wenn nehme ich dann. Okay, wieso ist meine Liste eigentlich größer als eure? Weil du Spieler 1 bist. Boah, wow, ich bin so super. Wen nehme ich denn überhaupt? Vor allem für uns. Hört auf, euch gegenseitig zu schlagen, sonst muss ich euch rauswerfen hier. Aber vor allem für unsere Runden ist das doch viel besser, jemanden zu nehmen, dessen Spezialfähigkeit am Anfang stattfindet. Ich nehme Caesar, nein, darf oder. Ich doch Babylon. Nimm vielleicht jemanden, der nicht kriegerisch ist, weil jedes Mal, wenn du jemanden kriegerisch spielst, bist du mein Nachbar. Ja, okay. Gut, ich nehme einen Caesar. Der ist kriegerisch. Der ist nicht kriegerisch. Er hat eine super coole Spezial. Nein, ich weiß, wen ich nehme. Ich nehme den Ägypter. Wo ist denn der? Der hat eine coole Spezialfähigkeit. Ja, das stimmt. Ägypten. Ich wo glaub, ist denn der? Wie heißt denn der? Ramses, glaube ich, oder? Ja. Ja, wieso ist es nach den Staatsoberhäuptern und nicht nach den Ländern geordnet? Okay, du bist doch Nebukadnezar, Philipp. Ja, das ist Nebukadnezar. Okay. Nebukadnezar. Der zweite. Passt. Spieler 2 kriegt Nebukadnezar, den zweiten. Und das ist gleich nach Ramses dem zweiten. Sehr gut. Spiel speichern. Wieso? Nein, wir wollen starten. Nicht Spiel speichern. Yay! Wir grüßen euch, oh großes Ramses, großer Ramses, Pharao von Ägypten, der die Sonne aufgehen und den Nil fließen lässt und der seinem glücklichen Volk alle guten Dinge des Lebens beschert. Oh gehört, großer Herr! In der Nähe meiner Stadt sitzen. Ja, ich glaube, ich werde auch Wüste haben am Anfang. Oh, nein, echt? Und das als Ägypter? Aber ich werde auch einen Fluss haben. Hey, vielleicht bin ich am Nil. Warum kriegt ihr den Nil? Zurück? Ich krieg nicht den Nil, das ist definitiv, was auch immer das ist nicht der Nil. Ich hab Dschungel, oder? Vielleicht bist du in Nordamerika. Wo ist das? Nein, das ist nicht Nordamerika. Ah, oh ja, könnte auch Nordamerika sein. Das könnte Tibet hier sein. Ja, wir legen umraten, wer spielt. Okay. Du bist ja schon noch erfahren, wenn du redest hier mit deinen Kriegern rum. Wenn ich in Europa bin und wow, dann in supi. Wien. Dann bin ich tot. Wieso hast du 3 Luxusgüter von Anfang an? Was heißt 3 Luxusgüter? 1, 2, 3. Das sind sogar 4, weil es 2 Wein sind. Ja, das zählt nicht doppelt. Außerdem, die sind alle nicht in meinen Stadtgrenzen. Die muss ich alle erst erobern. Was meinst du mit erobern? Ein Stein ist kein Luxusgut. Das ist Marmor und es ist ein Luxusgut. Nein, das ist aber Stein in deinem Land. Naja, das ist Stein, ja. Ich mag Stein. Aber die Luxusgüter muss ich noch erobern. Wir reden einfach wild durcheinander und unsere Zuschauer werden absolut keinen blassen Schimmer haben, wer gerade geredet hat, aber ist okay. Müssen sie das? Hey, wir haben auch 2 Typen, die mit uns mitspielen. So, was bauen wir? Yay, noch jemand, einen der besser Spiel. Sein kann. Okay, alle gegen die 2 Typen. Hey! Wäre das ein Plan? Nein. Die armen 2 Typen. Ich verbünde mich mit denen gegen euch. Nein, weil es mir sind, warte, so, warte mal. Ich habe hier Steine und Marmor gleich daneben. Das heißt, ich werde tatsächlich in Bergbau am Anfang investieren. Nein. Doch. Wie kannst du nur. Doch, ich werde Bergbau machen. Warum Bergbau? Na, weil Steine und Marmor, Steinbrüche. Ja, warum Bergbau? Wegen Stein und Marmor. Okay. Ich meine, also der Wein ist urweit weg und das da oben braucht ein Lager. Das werde ich auch relativ bald machen. Also Viehzucht wäre auch okay gewesen. Ja, nächste Runde kommt schon. Ja, nächste Runde kommt schon.
Die Leute interessieren sich ja nicht für unser ewiges Boah, Kinder, der hat schon ein Dings, wie heißt das? Orange also, und Wal. Also ich glaube, der hat eine Map hier. Ja, das meinte ich. Ja, bleib gleich da. Und ein Wal hat er auch. Ja, nein, echt. Der fällt dir jetzt gleich. Hey, schau, und Räucherwerk. Und ein Räucherstäbchen hat er auch. Hä, wo? Da, in den Orangen drin. Nicht okay. In den Orangen, über den Orangen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der das Orangenmonopol wird? Orangen! Ja, könnte schon sein. Produktion. Wieso produziert er schon so schnell? Achso, weil er schon zwei hat. Ah, warte mal. Kurz, ich möchte nur ganz kurz. Ja, Entschuldigung, ich weiß, ich hab's gesagt. Das tut mir leid. Hab ich auch schon. Aber was? Du hast mir nicht zugehört. Was wollte ich jetzt? Ich weiß es nicht. Was ich wollte mal das. Nein, eigentlich gar nichts. Ist wurscht, mach weiter. Es tut mir leid, ich wollte nur einstellen, dass du siehst, wo deine Leute abbauen. Aber das hast siehst du doch eh. Geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Du wolltest eine Produktion. Was braucht man dafür? Kalender. Kalender, du brauchst Kalender. Okay. Warum brauchst du ein Monument als Erd? Naja gut, ich frag gar nicht nach. Ja, mach einfach, mach einfach. Was auch immer du tun willst, tu es einfach. Ich hoffe einfach mal, dass ihr alle C5 kennt, sonst werden wir gar nicht verstehen, was wir hier tun. Jeder kennt C5. Jeder, der uns zuschaut, auf jeden Fall. Irgendwann einmal, nachdem wir uns drei Runden zugesehen hat, könnte man sogar herausfinden. Habt ihr schon auf nächste Runde gedrückt? Nein, ja, Hotseat ist super. Das dauert so lange alles, das ist unglaublich. Achso, ja. Kind 2. Ich habe das Gefühl, dass ich das Salzmonopol werde. Nein, das Zimtmonopol. Oh, das auch. Ich werde beides einfach zusammen. Boah, wow, das ist ja urgemein. Ihr habt das urgut. Viel besser als ich. Und Trüffel hat sie auch. Ich habe da wahrscheinlich gar nichts. Ja, du hast vollkommen recht. Jetzt schauen wir nach oben. Hey, das ist Silber! Und schon wird Kind 3 gefunden. Du bist in Afrika und zwar bist du im Kongo-Becken. Ich bin in Afrika? Ich mag Afrika. Ich finde Afrika nicht schlimm. Wieso startest du nicht neben einer Wüste? Wieso startest du im Dschungel? Da ist eine Wüste. Ja, und? Schau dir an. Da oben ist überall Wüste. Ich bin wahrscheinlich umzingelt. Wahrscheinlich ist Nein, da oben, das ist eh die Sahara. Das ist eh die Sahara da oben. Yay! Sahara! Das ist nämlich der. Wie heißt der Fluss? Der Niger und das ist der Kongo, an dem du da gerade bist. Bergbau. Ja, toll. Ich brauche von allem was anderes. Na, Bergbau machst natürlich. Warum jetzt schon? Na, weil du jetzt dann das schon abbauen kannst. Ich starte nie mit Bergbau. Ja, na, manchmal startet man halt mit Bergbau. Und Fisch. Ich weiß nicht, wie ich da hin soll. Nicht mit dem Du bist mit dem Sieger unterwegs. Du kannst aber mit dem Typen hinfahren. Wobei ich dazu sagen, wenn du die Stadt gründest, glaube ich, magst du das auch, schaust du das auch an. Gründ mal die Stadt. Na, die Stadt. Also wenn du hier bleiben. Ja. Achso, ja. Aber der Part ist eigentlich nicht schlecht. Das ist ja nie aufgefallen, dass man Ruinen erforscht, wenn man eine Stadt gründet. Doch. Nein. Toll, ich bin mitten in den Bergen. Das könnte sein, dass du tatsächlich in Südamerika bist. Vielleicht dann passt du dort sogar. Nein, nicht Chile, falsche Seite, eher Argentinien oder Uruguay. Falsche Seite? Vielleicht ist es Spielverkehr. Was habe ich überhaupt produziert? Ja, ich könnte aber wirklich in Nordamerika sein. Nordamerika oder Tibet? Wenn du in Nordamerika bist und nicht in Afrika, heißt das ja, dass wir ganz weit weg sind. Yay! Hurra. So, wohin fahren wir mit euch? Nur beim Philipp wissen wir nicht. Ja, das ist der Mississippi. Definitiv. Das ist der Mississippi, der Fluss hier. Ja, schön. Ich bin hier in Houston. Nein, Blödsinn. Da ist hier die an der Mündung, das wird... New Orleans sein. Danke sehr. Mensch, der mit seinen geografischen Kenntnissen angeht. Ich gebe nicht an, ich weiß das halt einfach. Beim Philipp bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wo er ist. Okay, ich sag's schon wieder. Vergesst den Namen. Könnte es sein, dass du in Australien bist? Nein. Schade. In Australien gibt's nicht so viele Berge. Und viel mehr Wüste. Na, ich würde sagen, er ist in Asien. Ich habe einen Stadtstaat gefunden. Buh. Und eine Ruine. Buh. Hey, schau, sie haben Kupfer.
Buh! Kannst du aufhören, mich auszubuhen? Ich werde immer als einziges ausgebuht. Das ist urgemein. Schreib es in die Kommentare. Die anderen Kinder sind süß und knuddelig und du bist ein widerlicher Teenager. Oha. Schaut, wie gemein er zu mir ist. Du hast es verdient. Hab ich gar nicht. Nicht? Ich hab gar nichts gemacht. Oh, armes Mausebärli. Nein, wenn das wirklich die Karte ist, die ich glaube, dass es ist, komme ich erst gar nicht drüber, weil da ist ein Berg im Weg. Aber mit etwas Glück bin ich alleine in Nordamerika. Mit etwas Glück bin ich alleine in Afrika, das wäre cool. Ja, nur Afrika, du weißt schon, ist verbunden mit diesen ganzen anderen dummen Kontinenten. Warum? Das ist ja fast so schlimm wie in Europa. Mhm. Wenn ich Glück habe, bin ich nur mit Spieler. Mit mir. Was? Nein! Ich will sterben! Nein, das passt schon. Er ist ja wenigstens nicht mal kriegerisch. Jedes Mal, wenn er neben mir startet, ist er Zulu, zufälligerweise. Oder hey, Lasa! Nein! Acht Glauben, das heißt, sie kriegt jetzt gleich eine Religion. Nein! Yeah! Buh! Na, endlich wird mal jemand anderes ausgebucht, der nicht ich ist. Ihr habt alle urviel, ich hab nur Berge. Ja. Berge sind toll. Da kannst du schon. Du kannst ich. Eigentlich nur von jetzt nur von drei Seiten angreifen. Ich bin in Mexiko und angestanden. Los, Kind 1. Baumwolle hat der auch. Yay! So groß wird hoffentlich nicht nur die Stadt. Er ist Kind. Nein, er ist wirklich Kind 1. Ja, Wolken. Ganz viele Wolken. Es ist ziemlich bewölkt heute. Mach weiter! Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass. Nein, ist uns nicht aufgefallen. Die alle anders gekleidet sind und eine das andere Hautfarbe. Nicht. Da oben hast du Dings, da oben hast du noch eine Ruine. Oh, ja, genau, dahin wollte ich. Das ist wieder. Oh mein Gott. Hätten wir eine Facecam, hättet ihr jetzt das Facepalm von Kind 1 gesehen? Vielleicht, wenn er in der Facecam zu sehen wäre. Was wahrscheinlich unwahrscheinlich wäre, also hättet ihr es erst nicht gesehen, aber... Oh mein Gott. Ja, ich weiß, ich rede viel Blödsinn. Das ist, so wie du startest, ich weiß nicht, was da gescheit ist. Du hast Berge, du hast ein bisschen Wald. Ich weiß nicht, ob du da rauskommst. Ich glaube wirklich, dass du in Uruguay bist. Uruguay! Uruguay ist wenigstens so cool. Also du hast da mal zwei Seite. Es gibt irgendwas mit, wie heißt das? Sie hat übrigens drei Seiten. Ja, drei Seite, zwei Seite, alles das gleiche. Eins, zwei, viele. Kennen Sie das nicht? Nein. Na, ich bin mir nicht sicher, ob das dann gescheit ist. So viel Dschungel hast du da nicht. Ich meine, wenn du raufkommst auf der anderen Seite von Lhasa, also wenn du wirklich dort bist, wo ich glaube, hast du schon viel Dschungel. Aber da, wo du jetzt startest, eigentlich nicht sonderlich viel. Aber es gibt eins mit... wie heißt das Gebäude, was man für Seide und all diese anderen Sachen braucht? Weberei? Nein. Ah, was man dann dorthin baut. Da gibt es ein Gebäude? Nein, nicht Kolonien. Wie heißt das, was man dort baut? Plantagen? Mit Kalender kann man es bauen. Plantagen, echt jetzt? Keine Ahnung. Es gibt eins für Plantagen. Schau mal. Warte, echt jetzt? Das heißt Plantagen? Ja, ich glaube. Ein Kultur von Plantagen. Das ist eigentlich gut. Warte aber mal, schau da mal an, was du anderes sonst noch hast, weil du hast da drei Plantagen, das bringt da drei Kultur. Zählt das echt als Plantage? Ich dachte, das sind nur Bananen und sowas. Na, Bananen auch, aber dort baust du auch Plantagen. Also Plantagen an und für sich kann schon sein, dass du viele baust, nur das Problem ist, du musst da an Lhasa mal vorbei, vielleicht eroberst du Lhasa sogar. Also nicht, könnte man vielleicht erobern, wirklich. Warum nicht? Er braucht schon Nachbarn. Ja, ist nicht unbedingt das Wichtigste. Aber Kind 1, vielleicht bist du ja in Europa. Nein, Kind 1 ist wahrscheinlich in Asien.
Aber sie, ja nein, sie ist auf jeden Fall, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Südamerika ist. Uruguay! Uruguay! Welche soll ich jetzt nehmen? Was? Soll ich jetzt das nehmen oder das? Naja, schwer zum sagen. Gold und Silber hast du nicht. Du könntest, weißt du, was du auf jeden Fall nehmen könntest? 10% Wachstum. Das ist weiter oben. Das kann man immer nehmen. Fruchtbarkeitsriten, das kannst du immer nehmen. Kannst du nicht Zeitraffer einfügen? Hä? Zeitraffer. Wie meinst du das? Nein, dass dann einfach eine Szene ganz schnell abgespielt wird. Wir können es einfach rausschneiden nachher. Das wäre so ein lustiger Zeitraffer. Ja, wahrscheinlich könnte ich das schon machen, wenn ich es könnte, aber schaue ich so aus, als könnte ich sowas. Ich weiß nicht, vielleicht willst du dich ja weiterbilden und es dir anschauen. Ja, irgendwo. Weiterbilden. Dann muss ich was lernen. Sagte der Lehrer. Was ist das? Ich dachte, du lernst gerne. Ich lerne wirklich gern, ja. Nein, Gold und Silber hast du nicht, Schätzchen. Das würde ich nicht machen. Oh, was mache ich denn? Das da oder das da? Heiliger Vater. Also bis jetzt hast du nur ein Dschungelfeld bei dir. Und drei Plantagen. Das da, ja. Und das andere ist normaler Wald. Niedlich. Aber drei Plantagen. Genau. Also soll ich die Plantagen? Ich meine, an und für sich spricht das schon. Also ich bin ein großer Fan von diesen Dschungelfeldern. Weil mit der Universität bringen die auch Wissenschaft. Also was soll ich denn? Ja, das wird mir sehr viel bringen in Afrika. Warte, ich habe jetzt schon. Natürlich hast du, also für dich ist das mit dem Dschungel nicht schlecht. Aber für sie... Soll ich nehmen? Nimm das mit den Plantagen vielleicht. Ich glaube, es ist besser. Mündliche Überlieferung, yay! Das bringt zwar jetzt noch nichts, aber halt... Hoffentlich relativ bald. So, gehen wir wieder zurück, nachdem wir da. Hast du die Plantagen jetzt genommen? Ja. Okay. Jetzt habe ich dich nicht hingesehen. So, was da haben wir da? Hey, ein Stadtstaat. Sehr gut. Schau mal, eine unbekannte Zivilisation hat ein Pantheon gegründet. Warum hast du noch keins gegründet? Was weiß ich. Wahrscheinlich, weil ich zu unfähig bin für dieses Spiel. Wahrscheinlich schon, ja. Hey. Yay! Ich kann mein Dings machen. Also die Barbaren haben sich echt perfekt hingesetzt. Genau den. An dieser Stelle wurde Kind 1 mehrmals beim Namen genannt. Wir entschuldigen uns. Interessanterweise machen wir das nur bei Kind 1. Du bist dran. Oh ja, mit dem wollte ich einen Runden. Hey, schau mal, Ruinen! Na, gib bitte, schon wieder Ruinen! Wir übertonen das einfach mit lauter Beeps. Kannst du sowas? Was, übertonen? Ja. Ich nehme schon an. Hey, schau mal, in unbekannten Zivilisation hat ein Götterpantheon gegründet. Das stelle ich mir jetzt schon mal witzig vor, wenn wir das überbieten. Wieso habt ihr alle so viele? Das ist ja urunfair. Ich will sowas auch. Was willst du denn? Ich sehe halt in Uruguay gestartet und du in Nordamerika. Bin ich nicht richtig. Sie hat schon wieder... Ich habe noch keine einzige Ruine gefunden. Könnten wir das bitte lassen? Du bist so arm. Ich bemitleide dich selbst ein bisschen weniger. Und spiel besser. Kommentiere, was du tust, ich Kind. Ja, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ja, tu einfach irgendwas. Aber die brauche ich noch nicht. Was, Stadtverteidigung? Ja. Schau mal, Elefanten. Von Bergen. Elefanten? Ja, und deswegen mag ich Berge so. Was ist das? Und ich starte das immer ist im Flachland. Hey, schau und mal, eine, jeder du hast ein Götterpantheon. Irgendjemand anderer hat ein Pantheon gegründet. Was? Wahrscheinlich spielt Byzanz mit. Das bist du. Ja. Nur so als Info. Danke. Gerne. Kind X. Bin ich schon von 2 auf X gesunken? Ja. Nein, ich wette, das ist eine Beförderung. Ich bin keine Zahl, ich bin ein Buchstabe. Edge. Buchstabe X, der unbedeutendste X. Buchstabe überhaupt. Das steht sich Y. Die Stadt Theben also hat nur 2 Bürger. Sehr gut. Also 2 Bürger in Theben. Also ist jetzt Kind 3. Wahnsinn. Ich bin Kind 2. Okay. Ah, ja.
Ich hoffe, das Monument ist bald fertig. Das weiß ich. Sag denn der Ton zu dem Töpfer, was mach weiter, Kind. Eins. Dann kann ich euch zeigen, was meine meine Spezialfähigkeit ist. Was ist deine Spezialfähigkeit? Wenn ich angreife und ich die kaputt mache, kommen die zu 50%, glaube ich, zu mir. Ja, das dauert aber noch, bis du die kaputt gemacht hast. Ja. Mach weiter. Ich wollte. Das heißt, bei ihm dürfen Barbaren kapitulieren, um in die Zivilisation einzutreten. Ja. Ja, die kämpfen in mit schön ausgedrückt. Plantage. Ja, das heißt wirklich Plantage, schau. Wie schau, wie toll ich bin. Du bist super. Trotzdem bin ich Kind X geworden. Ja, du bist 10-mal so klug wie wir beide. Ich bin auch doppelt so boah, alt wie ihr beide. Kind, du gibst mit deinen Kenntnissen über römische Zahlen an, nicht schlecht. Was ist? Er hat gesagt, du bist 10-mal so intelligent wie die anderen. Weil X, ach Gott. Das ist die römische Zahl für 10. Ja, ich weiß, aber ich wusste nicht, dass es so zusammenhängt. Ach so, ja gut, das ist... Ja, komm da mal drauf! Wir sind drauf gekommen. Ja, ich nicht! Wow! Genau, buh, los, sag doch! Buh! Also, ich finde das toll. Hey, du, das finde ich jetzt gemein. Nee, ich habe Keramik erforscht. Die hat's einfach gefunden. Mhm. Ja, schau, da waren halt ein paar alte Ruinen und da sind so schöne Töpfe drin gewesen. Und dann habe ich natürlich herausfinden wollen, wie so, das funktioniert hat. Da stand ich ein Topf. Ich habe jetzt auch drei Bürger. Ich stelle mir das jetzt so vor. Da stand ein Topf. Wie geht das? Übrigens, es ist definitiv lustiger zu gewinnen, wenn man davor urviel rumgemeckert hat, wie schlecht es einem noch geht. Was so, du das ist einfach so Keramik, das ist ja noch schlimmer. Die ist auch schon bei Keramik. Kultur. Oh, ihr seid so arm. Das heißt, sie hat nur Kultur und Religion. Kind, wir sind alle noch Barbaren und die, Kind, die Maya. Nein, geht einfach durch. Ist doch wurscht, ob sie dich nicht mögen. Du musst da durch. Du kommst sonst nicht durch. Wenn du dort bist, wo ich glaube, dass du bist. Ja, was ist? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. So. Herrschaften, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gespielt, das heißt, wir werden an dieser Stelle... Nein, ja, es ist noch keine halbe Stunde. Na, fast eine halbe Stunde. Wir werden an dieser Stelle kurz Schluss machen. Nein, wir gehen noch auf nächste Runde. Bin ich dran? Nein, ich bin dran, deswegen machen wir jetzt Schluss. Das heißt, wir sehen uns dann in den nächsten paar Tagen vielleicht nochmal. Schauen wir mal, ob wir noch eines hochladen. Bis dann.